Oh mein Gott, das war mein Wort zum Sonntag. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Okay. Ihr wollt Story-Videos? Hier habe ich ein neues Story-Video für euch. In diesem Video werden wir von drei verschiedenen Geschichten und Outing-Situationen hören. Angefangen von einer Mutter, die es irgendwie schafft, Asexualität mit Hundewelpen zu vergleichen, bis hin zu einem richtig glorreichen, aber umso überraschenderem Doppelouting. Los geht's. Story Nummer 1 im Sommerlager. Hallo, also ich dachte, ich schicke euch mal die Geschichte von meinem ersten Kuss. An dieser Stelle möchte ich euch kurz zurückfragen. Erinnert ihr euch gerne an euren ersten Kuss oder habt ihr das Ganze noch vor euch und freut ihr euch darauf? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. By the way, I'm trans. Also deswegen ist die Story mit einem Mädchen und ich dachte halt damals auch, ich wäre eins. Also mein 10-jähriges Ich, weiblich, jetzt männlich, zum ersten Mal im Sommerlager war, hatte ich eine besonders gute Freundin dort. Nennen wir sie Kathi. In diesem christlichen, ganz groß geschrieben, am Sommerlager. Jedenfalls waren wir sehr close, was komisch war, weil wir uns eigentlich kaum kannten. Wir hatten immer total viel Körperkontakt und haben uns immer Gute-Nacht-Küsschen und so gegeben. Eines verhängnisvollen Abends war es sehr dunkel in unserem Zelt und wir gaben uns wieder einen Gute-Nacht-Kuss. Und irgendwie haben wir nicht aufgehört und komplett rumgemacht. Irgendwann haben wir dann aufgehört und ich war nur so. Irgendwie war das gerade komisch. Lass es mal einfach vergessen und schlafen, okay? Und wir reden nie wieder darüber. Okay. Okay. Ja, okay. Ja. Ein paar Tage später habe ich dann gesehen, wie sie mit einem Mitarbeiter geredet hat. Ich nenne ihn mal Philipp. Ich habe mich nicht wirklich gewundert, schließlich war er ein Mitarbeiter und wir sollten mit denen über alles reden können, was uns beschäftigt. Am Abend haben wir uns dann unterhalten und ich habe sie gefragt, worüber sie mit Philipp gesprochen hat. Und sie hat mich gefragt. Findest du es schlimm, wenn jemand bi ist? Und jetzt kommt's! Folgendes lese ich nur vor, das sind nicht meine Worte. Ich, als strunzdummes Stück Scheiße, habe geantwortet. Nö, ist Philippi? Als ich mich dann 3 Jahre später wieder daran erinnert habe, ist mir dann klar geworden, dass sie mir etwas mitteilen wollte, was ich wohl nicht ganz verstanden habe. Not sure what happened to her, aber das war dann wohl mein erster Kuss. Mit 10 und einem Mädchen. Was ich bis ich 13 war, voll vergessen hatte, weil wir damals meinten, dass wir das einfach vergessen wollen und nie wieder drüber nachgedacht und gesprochen haben. Well, that was pretty gay though. I agree. Liebe Grüße. Okay. Tschüss. Irgendwie ist das eine voll besondere und echt schöne Geschichte, die mit dem ersten Kuss irgendwie zusammenhängt. Dass da so eine Fail-Sache mit drin ist, ist super relatable, weil das natürlich einfach normal ist und man solche Sachen oder solche Hints einfach oft vergisst. Auf jeden Fall freut es mich, dass deine Story so eine schöne Wendung und Pointe genommen hat. Und auch dir wünsche ich einfach in deiner Zukunft auch alles Gute. Und ich schicke einen virtuellen Hug, aber nur, wenn du willst. Story Nummer 2. Ich freue mich, euch jetzt eine Geschichte vorlesen zu dürfen von einem doppelten Outing. Ich bin Jona, 16 Jahre alt und mit ziemlicher Sicherheit lesbisch. Herausgefunden habe ich das allerdings schon mit 11 Jahren. Damals hatte ich einen Freund, nennen wir ihn einfach mal Ari. Wir waren beide ziemlich frühreif und haben unsere ersten Erfahrungen miteinander gemacht. Nach 4 Monaten Beziehung war ich mir sicher, dass ich mich in eine Freundin, die ich in der Klinik kennengelernt habe, verliebt habe. Jetzt geht's los, eindeutig. Diese Gefühle gegenüber Frauen waren damals schon nicht so unbekannt für mich, wie es sich die meisten wahrscheinlich denken. Allerdings wusste ich nicht, was ich machen soll, da ich ja einen Freund hatte und diesen auf gar keinen Fall verletzen wollte. Ich kann es mir tatsächlich echt sehr gut vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Einige Zeit nach meiner Entlassung hatte ich Geburtstag und ich war mir sicher, dass ich es Ari an diesem Tag sagen muss, da ich meine Gefühle gegenüber dieser Freundin nicht mehr vor ihm verstecken wollte. Iconic auch, dass du deinen Geburtstag dafür ausgewählt hast. Powerful Move auf jeden Fall. Und so kam es an meinem Geburtstag nachmittags zu folgendem Gespräch.
Du, Ari, ich muss dir was sagen. Okay, hey, also alles gut. Ich wollte auch mit dir reden. Okay, darf ich anfangen? Weißt du, das Ding ist, dass ich dich nicht verletzen möchte, aber ich glaube, dass ich unsere Beziehung beenden muss. Okay, und woran liegt das? Ich will einfach, dass du weißt, dass ich dich wirklich so krass gern hab, aber ich glaube, ich stehe auf Frauen. Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin. Ich bin so erleichtert. Ich bin schwul. Wait. Was? Mach dir keine Sorgen und egal, was ist, ich bin für dich da. Nun sind wir bis heute unzertrennlich und die besten LGBTQ+-Freunde, die man sich vorstellen kann. Allerliebste Grüße und okay, tschüss. Ich finde, dass deine Geschichte und auch deine erste Beziehung eigentlich das schönste Happy End gefunden haben, was man sich irgendwie nur so vorstellen kann. Und ich meine, du hast dir geschrieben, du wolltest deinen damaligen Freund, also Ari, nie verletzen, aber dass es alles so ausgeht für euch beide, ist eigentlich nur wünschenswert. Und vor allem freut es mich ja natürlich so sehr, dass ihr jetzt so richtig gute Friends geworden seid. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall für eure Friendship auch nur das Beste und schicke natürlich auch zu euch virtuelle Hugs. Story Nummer 3 von Asexualität und Hundewelpen. Hallo, ich bin Jojo, weiblich und identifiziere mich als asexuell und aromatisch. Ich bin bei meiner Familie noch nicht geoutet und das aus gutem Grund. Sie sind nämlich, was für eine Überraschung, homophob. Es sind die üblichen Sprüche und das typische I-Bäh-Bah, wenn zum Beispiel im Fernsehen ein Trailer von Prince Charming läuft. Bernhard, also ich kann mir das nicht ansehen, diese Werbung von diesem Prinz Charming. Also es ist nicht normal. Kannst du es umschalten? Kannst du das wirklich? Bernhard, bitte. Wo ist sie? Wo ist? Warte mal, warte mal. Ja, ich mache aus, ich mache aus, ich mache aus, ich mache aus. Ist es aus? Ist es vorbei? Oh, zum Glück muss ich mir diese Werbung von Prinz Charming nicht mehr anschauen. Das ist schon so problematic. Auch wenn ich nicht homosexuell bin, verletzen diese Aussagen mich extrem. Meine Mutter hat es geschafft, Aphob, wenn es das Wort überhaupt gibt. Ja, also Aphobie ist auf jeden Fall ein Begriff, der existiert. Ein Beispiel, das Jojo genannt hat. Wenn du Hundewelpen interessanter findest als Männer, sollten wir vielleicht mal mit dir zum Psychologen gehen. Oder Bernhard? Ich als Mann stimme dir zu, Sibylle. Also, um irgendwas ist mit unserer Tochter einfach nicht richtig. Und wenn wir schon beim Thema sind, reagiert man eigentlich emotional wirklich stärker auf einen Menschen, den man attraktiv findet, als auf einen süßen Hund zum Beispiel? Einen Bobtail. Ich kann mir das nicht vorstellen. Bobtail, Welpe. Oh mein Gott, ist das süß. Also, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber ich kann dir sagen, dass ich nicht nur jetzt meine Freundin super doll süß finde, sondern auch Katzen oder Hunde oder egal was. Und das nicht automatisch irgendwie impliziert oder bedeutet, dass ich die irgendwie anziehend finde, sondern dass man die halt einfach super süß finden kann. Ich gebe das jetzt aber an dieser Stelle gerne mal an euch weiter und frage euch, wie steht ihr dazu? Also vielleicht können wir ja dir noch ein bisschen was in den Kommentaren zusammentragen. Jetzt aber weiter in Jojos Geschichte. Also die Situation an sich mit den Eltern wird auch nicht besser, wenn man bei solchen Witzen mal eben besser mitlacht, um nicht aufzufallen. Ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Jahren knallen wird und habe die Hoffnung, dass sie noch ihre Meinung ändern. Liebe Grüße, Jojo. Oh, damn girl. Danke, dass du deine Geschichte bis hierhin einfach mal mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir, dass es deine Eltern schaffen, aus ihrer Comfortzone irgendwie rauszusteigen. Menschen finden einfach andere Sexualitäten, abgesehen von der Heterosexualität, abnormal. Dass die Menschen etwas ablehnen, was sie nicht kennen, macht irgendwie halt einfach null Sinn. Manchmal wundere ich mich wirklich, warum wir teilweise als Kinder unsere Eltern in der Position sind, unsere Eltern irgendwie aufklären zu müssen oder educaten zu müssen. Hä?
Also, liebe Juju, ich will nur, dass du weißt, dass mit dir absolut nichts falsch ist und wünsche dir, dass deine Eltern dir das nicht absprechen. Ich würde voll gerne von euch wissen, habt ihr auch so eine Erfahrung gemacht, dass ihr jemanden kennengelernt habt und der Person irgendwie so übel viel zu verdanken habt und halt echt dankbar seid für die Person. Egal, ob jetzt irgendwie im romantischen Sinne oder einfach im freundschaftlichen Sinne. Egal in welchem Sinne, schreibt es gerne in die Kommentare und vielleicht können wir da ein paar schöne Erfahrungen zusammen, die irgendwie da so ein bisschen anschließen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Habt ihr mein letztes Video schon gesehen, wo ich 7 verschiedene Outing-Reaktionen erzähle, nachspiele und? Also mir hat das Video voll viel Spaß gemacht und irgendwie es passt halt zu dem Video. Also ich verlinke euch das mal, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt es gerne aus. Und außerdem hatte ich erst vor kurzem die Ehre, einen anderen Funkkanal zu besuchen, und zwar die liebe Caro vom Kanal Always X Caro. Könnt ihr auch auschecken. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut. Okay, tschüss.